Ich fahre einen Citro. Citro-Car. Mein kleiner Bus. Ja, wir sind mal wieder in kleinen reingestiegen. Dackchen. Wir haben den großen Bus mal den einen Lehrling gegeben, der jetzt die neue Strecke fährt, die wir letztes Mal gefahren sind. Boah, lecken. Und wir eben jetzt mal wieder in kleinen Bus, weil wir seit langem eben nicht mehr kleinen Bus gefahren sind. Und ich weiß, glaube ich, warum, was... Ach ja, Alter, was ist denn das für eine Ampel? Was liegt, dass wir letztes Mal kein Geld daran verdient haben? Ich glaube schon, dass es daran liegt, dass wir zu viele Strecken an der Dings hatten. Ich habe jetzt oh, grün. Fahren. Also, dass wir vielleicht zu viele Haltestellen hatten eben. Dass das vielleicht das Problem war. Man darf maximal 8 und wir haben jetzt 8. Wir haben 2 in Steinbeck. Wir haben einmal den Hauptbahnhof und zweimal Steinbeck. Steindeck, keine Ahnung. Das heißt, wir müssen danach noch eine Fahrt fahren und danach heißt es hier, okay, wir haben es fertig. Da könnten wir wahrscheinlich nochmal die kleine Strecke machen, die durch die Stadt in Business-Viertel fährt. Das könnte man wahrscheinlich machen. Und zu diesem Zeitpunkt würde auch schon wieder die Gamescom vorbei sein. Ui, mal wieder... Ein Rollstuhl fahren. Endlich mal wieder ein Rolli. Oh. Jetzt sehe ich es immer noch nicht. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, wo habt ihr... Wie oft wollen Sie die... Hier ist die Fahrkarte. Oh, hier. Wo habt ihr... So. Da sind wir jetzt ein bisschen verspätet losgefahren. Achso, Parkbremse. Das ist aber neu mit der Parkbremse. Ob ich das jetzt gut heißen soll oder nicht, ist eine gute Frage. So. Uiuiuiui, das war ziemlich knapp. So. Ich werde mich jetzt auch wohl dran gewöhnen, dass ich jetzt fast jeden zweiten Tag ein Video mache. Ist für mich entspannter, da wird wahrscheinlich auch nochmal ein Video dazu kommen. Ich muss gucken, was ich morgen alles aufnehme und dann kann man mal drüber weiter reden. Bier wegen Autofahr wegen deiner Fahrt ist gut. Wollen wir mal schnell eine Kontrolle machen. Sie haben ja. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon. Hier. Hier bitte. Hier ist die Fahrkarte. Sie haben. Wie oft wollen Sie die denn noch? Keine Ahnung, wie oft noch. So oft, bis es dir auf den Sinker geht. Das hätte auch schon durchfahren können. Ja, jetzt hat meine Tastatur wieder gesponnen. Ich weiß echt nicht, woran das liegt. Ob das vielleicht durch die Wärme ist, dass mein PC überhitzt? Mein nächster PC wird eindeutig mit Bildschirm hier, mit wo man Temperatur überall sehen kann.
Wie so schnell. Eigentlich fehlt hier vorne noch dieses Rollstuhlfahrerzeichen, weil die Rollstuhlfahrer, die haben ja auch nochmal ihre E-Drücker. Wenn die aussteigen wollen. So. Vor Gott sei Dank, was ist denn das für ein Gulli? Die Strecke gefällt mir. Ich muss hier aussteigen, bitte. Jo. Das kriegen wir irgendwie hin. Ich drücke jetzt schon auf die Bremse, falls ihr fragt. Ah, ich muss, hab die Bremse losgelassen. So, nee, ich warte, bis er ausgestiegen ist. Alles klar, lauf durch. Was? Ich glaube, das hat auch schon einer mal einen gehabt, so ein Fehler. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht noch schneller wäre. Aber ist das bequemer? Vor allem die nächste Seite still, da wärst du nicht mit dem Fahrrad schneller. Oh nein, ich bin eingeschlafen. Das ist eine Frage, wäre man manchmal mit dem Fahrrad schneller? Manchmal würde ich sagen schon. Naja, neuer Stadtbus. Neuer Bus ist nicht, eine neue Linie ist es ja. Nächster Halt, Gutshof Dreijäger. Ich habe gestern Shampoo gekauft. Ah ja. Das ist sehr interessant. Interessiert hier jeden. So, ich kriege mal mehrmals jetzt einen kleinen Bonus wegen dem Kreisverkehr, das ist sehr gut. Haben Sie einen an der Waffel? Ja, habe ich, weil meine Maus wieder rumgesponnen hat. Ich habe gerade nichts mehr gedrückt und hat aber trotzdem weiter gedenkt. Ob das ein schlechtes Omen ist? Wer weiß. Angefangen hat es ja mit dem Lenkrad. Das Lenkrad ist immer noch bei mir dran, aber ich spiele seit langem nicht mehr mit Lenkrad. Ich weiß nicht, ob es an Lenkrad immer wieder lag, dass es so Probleme gemacht hat. So. Hey, was machen Sie so? Tja, ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Muku. Die auch noch bei uns beim Landwirtschaftssimulator kommen. Wer das Projekt nicht kennt, wichtig, interessant anzugucken. Muss man wirklich sagen, macht Spaß. Und wenn der 19er kommt... Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Moment mal, ist das Wenn der 19er kommt, da bin ich echt geedet. Das Ding, wenn ich das anzocke und mir gefällt das, es wird sicherlich so sein, weil es vieles ändert und Landwirtschaftssimulator einfach nur geil ist, dann werde ich mir das vorbestellen. Dann wird es am ersten Tag gleich hochgeladen. Wenn all mein PC mitmacht. So, hier hinter geht es dann auch irgendwann mal. Da merkt man, dass wir werden keinen Stadtbus mehr. Wir werden da typisch über Landbus dann, ne? Ja, finde ich auch. So, jetzt machen wir wieder eine Kontrolle. Wir haben 2 Minuten Zeit.
Wir uns auch mal kurz hier umschauen. Jo. Also. Jetzt geht man das Maus wieder. Geil sieht's aus. Schöne Ecke auch. Na, gucken wir mal. Haben hier. Sie alle ja. Augenblick da. Hier. Hier ist die Fresse. Hier, bitte. Das sieht doch gut aus. Da würde ich sagen, das sieht doch sehr gut aus. Blinken raus. Da wollte ich unbedingt halten, weil die Ina hat doch gesagt, hier, jo, hoffentlich werden wir auch die zur Kirche fahren. Deswegen habe ich den halt in der Kirche gemacht, weil ich ja wissen möchte, wie die Kirche aussieht. Letztes Mal habe ich außerdem nicht gesehen, dass dort hinten auch Steineck noch dazu zählt, also jetzt, wo wir sind. Ich habe einfach bloß die zwei Haltestellen gesehen gehabt dort. Und dachte, das ist Steineck. So, aber Steineck zieht sich ja auf die vier Haltestellen hier. Und das habe ich natürlich nicht gewusst. Wo ist denn die Kirche? Das ist ein Ferienhaus. Also wird die Kirche irgendwo hier oben sein. Aber die Zeit haben wir jetzt nicht. Außerdem gehe ich zur Aftershow-Party. Der Gamescom. Eigentlich lohnt sich das deswegen schon ein Video zu machen. Vorfreude auf die Gamescom. So ungefähr. Ey, das erste Auto, was mich überhaupt überholt. Wir wollen zurück. Dann nochmal Zentomat reinhauen. Nicht, dass hier irgendwo ein Blitzer ist, sondern die dürfen eigentlich bloß wenig fahren. Ja, sieht so aus, als ob man 70 fahren dürfen nur. Ja, das war wieder ein Fehler. Das war nicht von mir. Ich hab meinen Mann endlich überredet, mit der Leidenschaft. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Boah. Ja, also haben wir eine Schwulette hier drin. Okay. Nicht gegen Schwule. Ich hab nichts gegen Schwule, Leute. Das klingt ziemlich gut. Aber ich muss erstmal schauen, so. Um meinen Badeanzug. Ende. Ende. Genug Schaden gemacht. Wir haben auch relativ spät schon, also relativ, Hust Hust. 21:35. Oh, neuer Bus. Das Zentral. S418. Der wird mir mal zu teuer sein. Den gucken wir am besten uns im nächsten Mal an. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gibt noch einen Moment, einen Daumen und schreibt mir einen Kommentar. Ob ihr natürlich, wenn ihr das sehen wollt oder auch nicht, dann bis zum nächsten Mal. Wenn ihr sieht, ciao, ciao.